Willkommen nun bei Teil 3 der Neverendings Melango Story. Wir haben mal wieder die Angebote für Händler 70% aufpoppen lassen. Es ist nunmehr Dienstag, der 15. Mai um 12:08 Uhr. Wir klicken wieder in altgewohnter Weise drauf mit Steuerung Klick. Und es öffnet sich Großhandel Melango. Wir lieben Großhandelspreise und wir haben auch wieder den Proxy mitlaufen lassen und wollen mal schauen, was da passiert ist. Da müsste es sein. Wir wurden von Facebook auf den Redirector-Link verleitet. Direkt von Facebook. Hier eine 302, so eine Umleitung. Umleitung nach sale-großhandel-produkte.de. Die sale-großhandel-produkte.de haben wir ja schon mal beleuchtet in einer der letzten Teile. www.dnic.de. Wir schauen trotzdem nochmal nach. Bei dnic, dem deutschen Registrar für die Enobains. Sale Großhandelpreise Thomas Wachsmuth Melango GmbH. Technischer Ansprechpartner immer noch dieselbe Firma mit derselben Domain. Thomas Wachsmuth. So, hier haben wir oben die URL. Wir lieben Großhandelspreise. Mag daran liegen, dass es sich hier wahrscheinlich um eine In-Frame-Programmierung handelt. Kann ich jetzt so schnell nicht erkennen. Jedenfalls ist hier auf der. Ja, genau. Da haben wir es auch wieder auf der ersten Seite keine AGB zu sehen. Wir können die Ansicht mal ein bisschen kleiner machen. Wird das schon ein bisschen kleiner. So, erste Seite keine AGB, zweite keine AGB, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Seite befinden wir uns dann im Fuß mit dem Impressum. AGB werden wahrscheinlich hier sein, das heißt, man muss tatsächlich im Fließtext da drauf klicken, um die AGB zu bekommen. Impressum schauen wir uns mal an in der nächsten Reiterlasche, melango.de. Nun gut, Facebook, Klick auf Zalando, Angebote für Händler, man landet bei Großhandel, wir lieben Großhandelspreise, alias melango.de. Ja, Sale Großhandel Produkte hatten wir gesagt, 302 Umleitung auf wir lieben Großhandelpreise. Diesmal nicht wie in Teil 1 und 2 auf Webmasterplan, sondern auf wir lieben Großhandelpreise. So, und jetzt kommt das Interessante. Wir werden das mal zumachen und tun einfach mal so, als würden wir jetzt nochmal klicken wollen. Auch hier wieder der Proxy-Server, der sich das Ganze anschaut. Wieder Steuerung Klick und diesmal landen wir auf Zalando. Warum das? Das ist ganz einfach. Auch hier wieder diese Redirector-Funktion von Facebook, die dann ihrerseits umleitet auf Sale Großhandelprodukte. Das, was wir vorhin hatten. Sale Großhandelprodukte erkennt nun per Cookie, dass bereits ein Besuch stattfand und leitet dann auf Partners Webmasterplan um. Ganz einfache Geschichte, um die vielen tausend Facebook-User, die es bereits kennen und bereits melden an Facebook und an Google. Ja, wie sag mal, hinters Licht zu führen und festzustellen, okay, einmal geht der Link dorthin, wo er hin soll und das zweite Mal geht er dann zu Zalando. Deswegen heißt wahrscheinlich diese Werbung auch Zalando.de. Schauen wir mal, wann das wem auffällt.